Bei dieser DIY-Community, die ich auf YouTube verfolge, gibt es zwei ganz interessante Dinge zu beobachten. Einerseits gibt es die DIYer, die absolut sinnloses Zeug machen, wie zum Beispiel Schleim produzieren oder riesen Make-up-Produkte nachbauen, die nicht mal funktionieren, sondern dann kannst du da einfach irgendwas reinmachen, sowas wie Sicherheitsnadeln. Und dann gibt es noch eine andere Schiene von DIYern, die total auf Trends aufbauen, die dann meistens so funktionieren, dass es bei Urban Outfittern wieder irgendwas super teuer gab, das aber richtig cool ist und dass diese amerikanischen DIYer dann versuchen nachzubauen. Und ich bin genauso. Es gibt nämlich etwas Neues in DIY America, nämlich Betonhände. Es gab nämlich bei Urban Outfitter vor einiger Zeit irgendwie so Ringhalter, das einfach Hände waren und dann waren da irgendwie was drauf gezeichnet. Keine Ahnung. I don't know, ich wohne nicht in Amerika, ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe noch nie was mit Beton gemacht und weil ich echt ein bisschen geil drauf bin, dass ich mit meinen Händen irgendwie in so Matschzeug reinfasse, dachte ich mir, ich probiere das mal. Also im besten Fall habe ich dann irgendwie einen coolen Ringhalter. Nicht, dass ich viele Ringe hätte, aber habe ich dann. Oder im schlechtesten Fall ist es ein witziges Video und ich hab richtig viel Geld für scheiß Quickform und Betonquatsch ausgegeben. Aber man muss Prioritäten setzen im Leben und ihr seid natürlich eine meiner größten Prioritäten. Dann zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. Und zwar einmal Quickform. Das habe ich ehrlich gesagt nur gekauft, weil da Hände drauf sind. Ihr wollt gar nicht wissen, wie teuer das war. Es war sowas von teuer. Ich glaube, das ging sogar noch. Aber was richtig teuer war, war nämlich Beton für Kreative. Fick dich. Fick dich, Beton für Kreative. Der hat 20 Euro gekostet. So ein kleines Ding. Und dann in weiser Voraussicht, und da bin ich tatsächlich ein bisschen stolz, habe ich mir Container und Förmchen gekauft, in denen ich das machen kann. Und wo auch meine Hand reinpasst, mein ganzer Arm. Seht ihr das? Ja. Dann geht jetzt der spannende Teil los, indem ich meine Hände irgendwo reinstecke. Ich weiß nicht, warum ich... Ja. Und dann ging es auch schon los. Ich habe dann die ganzen verschiedenen Pülverchen mit einem gewissen Anteil von Wasser gemischt. Und ihr wisst, dass ich ganz schrecklich schlecht in Mathe bin. Also sei froh, dass ich das rausgeschnitten habe, wie ich da verzweifelt versucht habe, mir Anteile an Wasser und Pulver zusammenzurechnen. Das war eine Katastrophe. Irgendwann habe ich es dann hinbekommen und nach gefühlten 10 Stunden Rühren entsteht dann so eine kotzeartige Masse. Da sind sogar noch so Glümpchen drin. Das sieht echt 1:1 aus wie Kotze. Die wird dann irgendwann zäh und dann kannst du deine Hand da reinstecken und dann fühlt sich das wirklich super eklig an, aber auch ein bisschen geil. Und dann musst du so 10 Minuten deine Hand da drin halten, bis das hart ist. Wenn du es dann rausziehst, machst du ganz viele Pupsgeräusche mit dieser Masse, weil da so ein Unterdruck entsteht. Das klingt ja eklig. Und dann entsteht ein Loch, das ich vom Aussehen her nicht weiter beschreiben werde, sondern euch eurer Vorstellungskraft präsentiere. Dann ging es natürlich an das lustige Mischen des Betons, das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig ist. Es tut mir, also ich weiß nicht, muss man Betonmischen interessant finden? Wahrscheinlich nicht, ne? Also das fand ich schon echt ein bisschen langweilig. Danach kam der Fun-Part, wie ich ihn liebevoll nenne, nämlich die blödste Arbeit an diesem Projekt. Die Hand, die du in dieser Form hast, ist ja verkehrt herum. Die Finger sind ein bisschen gekrümmt. Wenn du das jetzt blöd machst, dann entstehen so Luftblasen an den Spitzen der Finger und dann entsteht da keine Form sozusagen, sondern da ist dann einfach kein Finger da. Das heißt, du musst langsam, wie so ein Dover, den Beton da reintröpfeln und dann wie so ein Neandertaler mit der Form rumkloppen und schütteln, damit die Luftblasen dann rausgehen. Und so füllt man dann langsam die Form, immer schön hauen, als wäre das eine Nuss, die du nicht aufkriegst. Und dann heißt es trocknen lassen. Zum Glück muss man zum Trocknen nicht anwesend sein. Also habe ich ein bisschen aufgeräumt, habe meine Kamera geputzt. Hier kurzes Footage, wie ich elegant meine Kamera putze und wie begeistert ich dabei gucke. Und dann am nächsten Tag ging der richtig geile Spaß los. Wenn ihr als Kind Freude dran hattet, im Matsch und Schlamm zu spielen, dann würdet ihr das lieben. Das ist das Geilste überhaupt. Ihr müsst das Ding dann auseinandernehmen. Und das hat so viel Spaß gemacht, sich da durchzubuddeln und zu sehen, was da draus überhaupt entstanden ist. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht mehr, welche Gesten ich gemacht habe. Wenn ihr euch eine Geste von eurer Hand aussuchen könntet, die euer Leben lang in eurem Zimmer steht, welche Geste würdet ihr euch aussuchen? Das war dann so ein bisschen Fummelarbeit. Ich habe dann so ein bisschen mit Zahnstocher und Wasser und so. Und irgendwann ging das dann ab. Und tada!
Das sind die finalen Hände. Ihr seht schon, da ist ein bisschen was kaputt gegangen. Macht nichts, kann man wieder ankleben. Hat zwar nicht so richtig funktioniert mit dem Ankleben, aber dadurch, dass ich es danach noch angemalt habe, hat das schon irgendwie gehalten. Es hält immer alles, denkt dran, Kinder. So, und jetzt seht ihr noch, wie schön diese Hände aussehen. Es ist ein bisschen gruselig, weil die schon echt sehr nach Menschenhänden aussehen, was sie übrigens auch sind. Wow, wer hätte das gedacht. Aber sie fühlen sich auch sehr strange an. Weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber es ist ein bisschen gruselig. Ich muss sagen, ich finde den Mittelfinger schon echt geil. Wie ihr vielleicht sehen könnt, hat das Neandertaler-Geklopfe beim Mittelfinger leider nichts gebracht. Da sind nämlich die Fingerspitzen alle drei kaputt. Finde ich aber nicht so schlimm. Ich meine, also beim ersten Hingucken sieht man es nicht und ist ein Mittelfinger, der muss nicht perfekt sein. Ich bin absolut zufrieden. Was würdet ihr mir für eine Note geben? Von 1 bis 6. 1 ist sehr gut, 6 ist schlecht. Ich würde mir, glaube ich, eine 2 geben. Oder vielleicht eine 1 minus. Aber nur, weil die Finger da bei der Mittelfingerhand nicht richtig gemacht sind. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Videos von mir gibt's en masse auf meinem Kanal. Ihr könnt euch tot gucken. Daumen nach oben finde ich natürlich auch cool. Wie immer, ihr kennt das ja. Ich sage danke fürs Anschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!